Weil die werden wir eventuell noch brauchen als Verteidigungsgebäude. So, dann bauen wir nochmal zwei weitere Kriegssammler und dann heben wir eine kräftige Panzerarmee aus. Denn wie ihr ja wisst, wenn ihr die alliierte Kampagne geguckt habt, falls nicht, wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung sonst. Also wir haben immer einen Link da. Oder ich habe immer einen Link da. Wir alleine. Jetzt ist die Zeit zum Angriff da. Ein Sieg für Russland. Aber General, wir sind nicht bereit. Wir haben nicht genug U-Boote. Wir haben gar keine U-Boote. Ich zerstöre diese amerikanische Marine mit einer kleinen Gummiente. Wir haben nicht ein U-Boot. Der will schon angreifen mit seinem Dreadnought oder was er da hat. Was hat er da? Ein Dreadnought. Damit will er angreifen. Das ist sein Kommandoschiff. General, ich glaube, dass wir die alliierten Truppen unterschätzt haben. Worauf warten Sie noch, General? Tun Sie etwas! Entschuldigen Sie bitte, Sir. Ich möchte erstmal meinen Tee genießen. Ach so, das alliierte Schiff steht da. Wie? Da ist ja nichts. Das ist für normale alliierte Einheiten nicht sichtbar. Delfine und Zerstörer können ihm allerdings gefährlich werden. Oh ja, das stimmt. Da hat sie recht. Da hat sie recht. Achten Sie also auf Ihre Truppen. Na, von welchem Teil kommt das? Ich finde das übrigens auch interessant. Also im ersten Teil war ja tatsächlich ein Typ als EVA-Einheit unterwegs. Und jetzt hier im zweiten Teil ist tatsächlich ist es tatsächlich so aufgeteilt, dass zwei verschiedene Frauen quasi den Commander helfen. Oder den Kommandanten oder den General oder wie auch immer. Finde ich richtig geil gemacht. Vor allen Dingen, wie gesagt, Leutnant Sophia, ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, soll die Gegenspielerin von Eva sein. Die russische Gegenspielerin. Und ich finde das echt cool, dass sie eine, dass sie das echt aufgeteilt haben. Und vor allen Dingen, dass wir Frauen das übernommen haben. Ich fand es ein bisschen ungewöhnlich, dass ein Kerl das übernommen hat. Weiß ich auch nicht. Irgendwie, mit Eva verbinde ich einfach eine Frau. Also, es ist halt so. Ich weiß nicht, wie es euch da ergeht. Also wie gesagt, das hatte ich übrigens vergessen, bei der Allianz anzumerken. Ansonsten ist alles gleich. Wir müssen Gebäude aufbauen. Basisaufbau, MBF steht für Bauhof. Kennen wir ja alle schon. Auch die Einheiten. Ja, die Einheiten haben sich ein bisschen verändert. Aber die Zerstörer, die hatten wir ja auch schon Alarmstufe Rot 1 damals. Allerdings ohne diese U-Boot-Jäger-Einheit. Aber insgesamt war die auch schon da. Auch die U-Boote. Ne, die kennen wir ja auch schon aus Teil 1. Denn die Russen hatten ja schon damals U-Boote. Damals hatten sie aber keinen Namen. Also damals war es kein U-Boot der Taifun-Klasse. Damals war es einfach nur ein U-Boot. Ne, und damals gab es ja auch noch im Add-on. Da wurde ich ja schon nachgefragt, ob ich das gemacht habe. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich könnte das eventuell mal für Bonus-Videos mal antesten. Mal gucken. Weil da gibt es nämlich noch ein russisches U-Boot. Das ist in der Lage, zwei Raketen zu verschießen. Ich weiß nicht genau, wie sich das U-Boot nennt. Auf jeden Fall gibt es so ein U-Boot. Oder gab's so ein U-Boot? Alter. Das hat aber bei mir deutlich länger gedauert, Freunde. Ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Das hat aber bei mir deutlich länger gedauert. Und vor allen Dingen, ihr seht ja auch, die U-Boot-Jäger-Einheit ist eine Einheit für sich. Also die hat gerade eine Einzelbeförderung gekriegt, die das Schiff selber nicht hatte. Also das Schiff selber hat davon nicht profitiert. Ist das U-Boot jetzt erst angekommen? Alter. Das hat aber eine Weile gedauert. Ah, nochmal eine Geldkiste. Schön. Schön, schön. Wir werden reich als Russen. Ich sehe das schon. Ich finde das gut. Reiche Russen. Ist ja auch irgendwie ein Widerspruch an sich eigentlich, ne? Vor allen Dingen, als es die UdSSR noch gab. Also nichts, dass ich was gegen reiche Russen habe, ne? Nicht falsch verstehen. Aber ich meine, in der UdSSR, da war das ja alles ein bisschen anders gehandicapt, aufgeteilt. Gerade was so kapitalistische Sachen angeht wie Geld. Ja genau, Feuer nach einem Ermessen. Und vor allem das Schöne ist, unsere U-Boote sind nicht mehr so dämlich wie im ersten Teil und schießen sich gegenseitig ab. Also hier haben sie das Friendly Fire haben sie tatsächlich rausgenommen. Was ich persönlich sehr geil finde, weil das war im ersten Teil sowas von nervig, dass sie sich immer gegenseitig zerstört haben. Alter, was für eine Panzerarmee. Guckt euch das an, was die Alliierten hier für eine Panzerarmee haben. Ich dachte, die haben hier nur Marine. Nein, die haben auch noch einen Panzer. Ein paar mehr. Boah, nix. Zerstören wir alles. Aber ich glaube, man kann generell sagen, der Rhino-Panzer ist der mächtigere von den beiden. Und vor allen Dingen, der Rhino-Panzer erinnert mich auch, das hatte ich ja auch schon bei der Allianz gesagt, man kann vielleicht, wenn man so ein bisschen auf Details aus ist, sieht man das auch.
Der hat an der Seite diese Fässer, die erinnern mich so ein bisschen an den T-34. Das ist ja auch ein bekannter russischer Panzer. Oder der bekannte russische Panzer, der ja im Zweiten Weltkrieg unter anderem benutzt wurde, der T-34. Keine Kisten, schade. Zerstören wir mal den Bauhof. Ah, ist das schön. Endlich wir Alliierten jagen. Ja. Oh, der resigniert. Obwohl er noch eine Waffenfabrik hat. Okay. Interessant. Der Gegner resigniert trotz Waffenfabrik, okay. Bei den Russen war es ja zumindest so, dass sie abgewartet haben, bis alle Produktionsgebäude weg waren. Aber hier gibt er sofort auf. War es das? Nee, der hat noch einen Ingenieur, ey. Danke, Jungs. Das war's. Zweite Mission geschafft. Sehr schön. Ah, Mladji Sergeant. Feldwebel. Die amerikanische Flotte und Marinebasis wurde so schnell zerstört, dass ihre Soldaten mehrere amerikanische Offiziere gefangen nehmen konnten. Besiegte Gegner 106. Wir hatten eine durchschnittliche Zeit von 35 Minuten gehabt, wir haben aber nur 11 gebraucht. Die nächste Mission bitte. Unsere höchsten Politiker haben heute an der Parade zur Feier des bevorstehenden Sieges über die Vereinigten Staaten teilgenommen. Premier Romanow persönlich überreichte den Stalin-Orden dem Helden des Kampfes, General Wladimir. Wir beide kennen die Wahrheit, Kamerad. Ich meine, die Tatsache, dass Wladimir schneller in Moskau ist, darf doch nicht bedeuten, dass er alle Lorbeeren ernten kann, oder? Na egal. Ich werde Ihnen etwas Wichtiges sagen. Das menschliche Hirn ist eine Pandora-Büchse mit elektronischen Strömungen. Aber wir sind erst ganz am Anfang. Die meisten Gehirne sind nur Befehlsempfänger. Wie auch immer, ein paar sind weiter. Sie senden und empfangen Signale, die sie ausgesucht haben. Das ist mein Leuchtfeuer. Passen Sie auf. Damit können wir jede Botschaft versenden. Und wir werden diese Hightech-Geräte überall aufstellen. Letzten Endes sind die Amerikaner in unserer Hand. Ihr Geist, ihr Körper und wenn wir wollen, ihre Seele. Kamerad, beginnen Sie diese Psycho-Invasion in New York City. Einen Sieg in dieser Stadt wird Romanow nicht einfach übersehen können. Ach, Udo Kier macht das einfach so gut. Ah, Udo Kier spielt nämlich Juri. Ein deutscher Schauspieler. Ich betone es so gerne. Genosse General, der Premier wartet von Ihnen die Eroberung des bekannten kapitalistischen Schreins in New York, das sogenannte World Trade Center. Nach der Bewältigung der dortigen Verteidigungsanlagen bauen Sie ein Leuchtfeuer, um Kontrolle zu gewährleisten. Also erstmal, der hat sich das schön das Leuchtfeuer da ins Wohnzimmer gestellt. World Trade Center ein und nutzen Sie die Technologie zum Bauen des Psycho-Leuchtfeuers. Ich möchte übrigens anmerken, das ist das alte World Trade Center, ne? Das ist ja erst 2001 durch den Terroranschlag zerstört worden. Wobei, was man so hört, ist das ja sehr umstritten, ob das ein Terroranschlag war oder nicht. Aber egal, das spielt jetzt hier keine Rolle. Jedenfalls sind wir jetzt in New York. Und ich finde das so geil, dass sich Juri erstmal ist er so richtig schön, so gönnerhaft, so, ja, es kann doch nicht sein, dass der einfach als erstes in Moskau ist, oder? Ich finde das so geil gemacht, echt. Das ist so cool. Deswegen liebe ich auch die russische Kampagne so viel mehr als die alliierte Kampagne, weil es hier einfach so ein, ja, Juri spielt sich quasi erstmal so als Vaterfigur für einen auf, so, ja, Mensch, ich bring dich nach vorne, Spieler, ich bring dich ganz groß raus, so ungefähr. Das klingt ein bisschen verkehrt, aber ihr wisst, wie ich das meine, denke ich mal. Und das finde ich einfach so geil, dass sie das geschafft haben. Dass er so, ja, Mensch, ich bringe dich ganz groß raus. Du wirst der Große sein im Laufe der Zeit. So, hier wird es viel mit Städtekampf, mit Häuserkampf zu tun haben. So viel kann ich schon mal sagen, weil wir werden hier ordentlich Gebäude besetzen. Das sage ich euch gleich. Das hat nämlich einen Grund, warum ich das dann mache. Also es ist nicht so, dass ich das hier so mache, so by the way, so, ja, komm, mache ich mal eben so. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Nee, das hat schon dann einen triftigen Grund tatsächlich. Jo, wunderbar. Den Ölförderturm haben wir. Also hier gibt es schon wesentlich öfter Ölfördertürme als noch in der Alliierten-Kampagne. In der Alliierten-Kampagne haben wir die ja erst in der letzten Mission zu Gesicht bekommen.
So, einmal die Waffenfabrik. Dann bauen wir nochmal zwei weitere Kriegssammler. Ne, die kennen wir ja schon. Und Panzer. Kamerad General, Sie müssen Ihre Psychokommandos mehr in Richtung Feind bewegen. Ihre Bezeugungskraft wird eine große Hilfe sein. Oh, das ist so geil! Ah! Ja, Ihr Wille ist mein Befehl. Oh, ich finde das geil. Auch diese beruhigende Stimmlage. Erstmal so. Ja. Ich finde das so genial gemacht. Echt. Juri ist einfach klasse. Also ich finde, ich muss ich tatsächlich sagen, für das Alarmstufe Rot-Universum ist er echt ein würdiger, ich sag mal, Gegenspieler zu Kane. Muss ich echt sagen. Also Wahnsinn. Also das haben sie richtig gut gemacht. Muss ich echt sagen. Also. Und vor allen Dingen Juri, er durch seine Erzählung des Gehirns. Also man könnte glatt meinen, er ist ein Wissenschaftler. Ist er ja auch in gewisser Weise. Also er beschäftigt sich ja aktiv mit der Gedankenkontrolle. Und ja. Ich habe kein Geld mehr übrigens. Ah, die UdSSR schon wieder pleite. Mann. Immer diese pleite UdSSR. Das ist ja schlimm. Wir brauchen Geld. Genossen, wir brauchen Geld. Enteignen wir einfach ein paar Kapitalisten-Barsche. Einheit befördert. Wodurch das denn jetzt? Ich liebe das. Geil. Jetzt haben wir einen Grizzly-Panzer zur Aufklärung. Finde ich gut. Ich finde es klasse. Ah, die russische Kampagne ist einfach klasse. Die macht Spaß. Aber so richtig Spaß. Also es soll nicht heißen, dass die amerikanische Kampagne oder die US-Kampagne oder wie auch... Naja, amerikanische und US-Kampagne ist doch genau dasselbe. Die, dass die Dings-Kampagne keinen Spaß macht. Die macht natürlich auch Spaß. Ich finde das super. Schön die Kontrolle über die gegnerischen Einheiten erstmal übernehmen. Passt schon. Ich finde das klasse. Ich glaube, ich brauche noch ein paar von denen. Von den Ingenieuren. Du solltest da ins Gebäude... Wieso gehst du nicht ins Gebäude, Junge? Geh da rein! Verdammte Scheiße. Yeah. The Geist ist ein offenes Buch. Ich finde das so geil. Vor allen Dingen im Add-on wird noch ein bisschen genauer auf Juri eingegangen. Ne, das heißt ja Juris Rache. Warum Juris Rache, das werden wir alles noch zu Gesicht bekommen. Also macht euch da bitte keine Gedanken. Ich sag nur so viel, die Einheiten, die es da gibt. Oh. Vor allen Dingen das MBF, das da dazukommt. Also es gibt da eine dritte Fraktion, so viel kann ich schon mal verraten. Ich glaube, es ist keine große Kunst, wenn ich da verrate, dass es die Juri-Fraktion ist. Oh, die Fraktion ist so geil. Vor allen Dingen das MBF, ey. Ich glaube, ich werde dazu irgendwann sonst mal ein Bonus-Let's Play machen zu seiner Fraktion, weil das ist... Oh. Die ist einfach klasse. Da geht mal einer ab, ich weiß was. Nein, aber es ist echt so. Die Fraktion, die von Juri, die ist so klasse umgesetzt. Das macht so einen Spaß, die zu spielen. Die ist einfach klasse. Die Fraktion von Juri. Muss ich wirklich sagen. So, wir bauen jetzt erstmal einen Rekruten für die Aufklärung da oben. Währenddessen bauen wir ja fleißig Panzer. Genossen, nee. Da wird fleißig Panzer gebaut. Ey, Psy-Kommandos. Ihr wolltet doch ein bisschen Arbeit haben, ne? Schnappt euch den mal. Danke! Ich hab einen Panzer. Finde ich gut. Panzer sind was Feines. Ich glaube, das Gebäude hier... Ja, genau. Das Gebäude ist verschanzt. Ich finde das auch immer so gut, dass man Gebäude erkennen kann. Bei Tiberium Wars haben sie es tatsächlich noch ein bisschen verbessert, dass man die Gebäude noch besser sehen kann, weil da haben sie nämlich die Flagge der jeweiligen Fraktion dann darüber noch gehisst. Das finde ich so ein bisschen lustig, dass sie das da auch noch gemacht haben, damit man besonders sehen kann, welche Fraktion dann das Gebäude angehört, dadurch, dass es besetzt wurde. Finde ich cool. So. Unsere Genossen in den Panzern kommen raus. Das finde ich gut. Also ich sehe schon, hier gibt es leider keine Dings mehr. Schade. Sehr bedauerlich. Ey, da ist nur eine Einheit drin, okay. Ich hole mir mal ein paar Tesla-Trooper. Mal gucken, ob die gut genug dagegen sind. Es gibt hier nämlich ein Gebäude, das würde ich ganz gerne besetzen. Mal sehen, ob das geht. Vor allem finde ich das auch interessant. Also hier bei Alarmstufe Rot war es ja schon vorher so, wenn der Erzsammler was abgeladen hat, dann hat er sofort alles rausgelassen, was er hatte.
Ich glaube, das... Nee, ich glaube, das war... Nee, das war nicht generell so. Das war bei den Tiberium-Sammlern. Im Tiberium-Konflikt war es noch nicht so. Bei Alarmstufe Rot ist es aber tatsächlich die ganze Zeit so, dass er ständig alles rauslässt. Also er lädt ständig alles direkt ab, fertig ist. Und das finde ich echt auch eine bessere, besser als vorher. Muss ich dazu sagen. Genau, Elektroden bereit. Aber ich mag die Tesla Trooper, die sind cool. Vor allen Dingen sind die Tesla Trooper, hatten wir ja bei der Allianz schon gesehen, die sind tatsächlich in der Lage, eine Tesla Spule auch mit so zu versorgen. Also die Tesla Spulen, die brauchen dann nicht mal Kraftwerke mehr. Die laufen einfach so. Die laufen nur durch die Energie von den Tesla Troopern. Laufen die einfach weiter. Das finde ich richtig geil. Und nebenbei wird auch noch die Reichweite erhöht. Ich glaube, im dritten Teil funktioniert das auch. Aber da ist das, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit den Tesla Troopern als hier. Weil hier braucht man sie einfach nur noch in der Nähe abzustellen und dann passt das schon. Es sollten aber mehr als einer sein. Also einer alleine schafft das nicht. Ich wollte gerade sagen, macht ihr den bitte fertig. Na Jungs, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Das schafft ihr. Ja, das haben sie geschafft. Sehr geil. Genau, da ist die Kaserne und die wollte ich nämlich haben. Die wollte ich ganz gerne erobern. Ach, wisst ihr was? Wir haben doch unsere Panzer dafür. Panzer fahren. Ne? Das macht ja auch der L so gerne. Er fährt auch gerne Panzer. Ich weiß was. Alles gut. So. Ich finde das übrigens auch... Also ich muss ja echt sagen, Alarmstufe Rot gefällt mir echt besser als Tiberian Sun. Ich weiß, aber wenn sie manche jetzt wundern, so wie was. Dir gefällt das der Teil besser als der Teil von Alarm von Tiberium Universum? Ja, ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Ist aber eine seltene Ausnahme. Normalerweise ist es immer umgekehrt. Aber hier ist es tatsächlich so, dass mir das Spiel mehr gefällt. Scheiße. Habe ich mir gedacht. Kommen wir so nicht ran. Mist. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. War hier noch was Amerikanisches? Ich muss mal das Gebäude zerstören. Ich sehe dahinter nichts. Ist immer so ein kleiner Nachteil, dass man dahinter nichts sehen kann. Zerstört doch mal den Bunker da, Jungs, wenn ihr schon dabei seid. So, und dann werden wir gleich mal das Gebäude da besetzen. Ich glaube, ich werde gleich mal zwei V3 Raketenwerfer bauen. Ich denke mal, die werden uns ganz gut helfen. Irgendwas wurde gerade übernommen. Ah, ein GI nur. Schade. Ich dachte, ein schöner Panzer oder sowas. Nö, nur ein GI. Langweilig. Da ist eine Waffenfabrik, die werden wir aber zerstören tatsächlich. Die brauchen wir nicht. Ich verlasse mich lieber auf die russischen Panzer. Die sind mir lieber als die Alliierten. Na, hier haben sie noch ein Bürogebäude besetzt. Das räumen wir auch mal frei. Dieser IBF, ne, der nervt so ein bisschen. So, weg damit. Alter, Jungs, beruhigt euch. Ist ja gut. Ich bin ja bei euch. Ja, und schon haben wir eine weitere Erzquelle. Schön. Ah, so liebe ich das. Ach, übrigens, wir können die Mauer der Alliierten bauen, okay. Ach, wegen der Kaserne, weil wir die Kaserne erobert haben, okay. Interessant. Ich weiß übrigens jetzt auch nicht, ob er sich tatsächlich an die Reihenfolge hält, wie ich das jetzt bestellt habe. Also, dass er jetzt erstmal noch ein paar Panzer baut und dann anfängt, den Raketenwerfer zu bauen. Oder ob er direkt weitermacht, ich weiß es nicht. Wäre ja auch mal spannend zu sehen. Alter, hier ist so viel Erz. Ah, hier haben wir auch noch eine Werkstatt. Sehr schön. Vielleicht können wir die später noch gebrauchen, eventuell. Mal gucken. Das weiß man ja nicht vorher, ne? So, das war der Bunker. Irgendwo hier waren noch zwei EWFs. Da, Edelstein. Schöne glitzernde Edelsteinchen, wie schön. Ich guck mal, ob ich hier ein Kraftwerk hochbauen kann. Es wäre jetzt natürlich genial, wenn ich das könnte. Aber das würde uns tatsächlich ordentlich... Ah, es klappt nicht ganz. Es klappt nicht ganz, aber ich glaube, das nächste Kraftwerk sollte sitzen. Dann können wir tatsächlich hochbauen, das ist doch geil. So, die Panzerarmee hat sich ja da schon gesammelt. Ach, wie passend, da kommt ja auch sein Sammler hin. Cool. Jungs, da ist ein frecher Alliierter. Mach den mal platt.
Ja, das klappt. Schön hochgebaut. Ah, schön. So macht das Spaß. Geil, erstmal schön hochgebaut. Ja, ich glaube, ich brauche die Raketenwerfer nicht. Komm, Hauptsache Panzer. Immer schön Panzer bestellen hier. Jo, Bunker nebenbei platt gemacht. Geil. Ah, so macht das Spaß. Das macht Spaß. Das macht gute Laune. Ah, schön. Dann bauen wir da oben nochmal eine schöne Raffinerie hin. Vielleicht auch nochmal eine weitere Kaserne. Dann können wir nämlich auch hier das Gebäude besetzen. Oh, geil. Und auch vor allem hier das, Zivilgebäude, weil ich glaube, von hier kommen die später von besonders. Meine ich. Denn ja, sobald wir das Psycho-Leuchtfeuer aufbauen, versuchen die Amerikaner natürlich das zu zerstören. Ist ja ganz klar. Ich glaube, das ist einfach nur eine logische Schlussfolgerung.